Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zum letzten Video vor der Pause. Im Juli bin ich nicht hier, ich komme aber im August wieder. Und falls du Themenvorschläge hast, schreib mir das gerne auch unter das Video. Ich würde mich freuen, das hilft auch dem Video selber, wenn du zum Beispiel Themenvorschläge unten reinpackst, denn Interaktion ist ja eine wichtige Sache. Ich habe das No-Serum, das neue, getestet die letzten 3 Wochen. Und mir ist sofort ein Fehler unterlaufen, den ich gemacht habe, den ich aber gewusst habe, aber den ich nicht bewusst berücksichtigt habe. Davon werde ich dir aber gleich berichten. Falls du weitere No-Produkte mal sehen möchtest in meinen Reviews, da habe ich ja fast alle vorgestellt, die ich probiert habe. Es nicht alle, die es auf dem Markt gibt, aber so ziemlich alle. Und ich packe dir einfach mal den Ordner zum Thema und das I, da kannst du auch mal reinschauen. Das neueste Serum in der Serie, ich zeig dir mal das Kartönchen. Aber mir hat es nicht geholfen, nur den Karton zu sehen. Ich musste ausnahmsweise einen von den Kartons aufmachen. Denn von diesen grünen Varianten, ich sage jetzt speziell Varianten, gibt es ein paar inzwischen. Ich bin dann nach der Flasche gegangen, die ist ganz weiß und da kann man sich so ein bisschen danach richten. Anti-Ox-Serum, ich muss sagen, ich bin froh, dass sie das jetzt rausgebracht haben, denn mit dem letzten, mit dem Vitamin C, war ich ja speziell nicht so ganz einverstanden, denn ich habe eine Missschau, die in Richtung fettig geht. Ich bin 44 und ich verwende Vitamin C-Produkte, auch wenn es Derivate sind, gerne unterm Sonnenschutz. Und was Öliges packe ich mir nicht gerne unter den Sonnenschutz, denn der Sonnenschutz ist ja meistens auch nicht irgendwie matt, ne? Also du kommst ja nicht einher, wenn du irgendwie einen hohen Sonnenschutz verwendest, dass da nicht irgendwie das ein bisschen glänzt oder ein bisschen mehr in Richtung fettiger geht. Und da dann noch ein Serum drunter packen, das dann auch noch ölig ist, ich möchte das nicht. Von dem her bin ich ganz froh, dass sie das hier konzipiert haben. Das ist so von der Konsistenz her, ich habe es mal geswatcht, ein bisschen ölig, aber nur so ein bisschen. Aber es zieht wunderbar in die Haut ein. Die erste Reaktion auf das Serum war auch bei mir total witzig. Ich habe ein Reel gedreht und habe da zum ersten Mal gesehen, oh, das ist ja komplett grün. Aber man muss an der Stelle auch sagen, ganz am Schluss der Inhaltsstoffe steht ein Farbstoff und das wird wahrscheinlich der grüne Farbstoff sein. Das erkennt man immer an dem CI und der Zahl, das sind halt immer Farbstoffe. Und ich vermute mal, dass die Farbe weniger was mit der Wirkung zu tun hat. Aber sie transportiert schon so ein bisschen, ah, das ist doch grün und das muss frisch sein und das ist gut für meine Haut. Also assoziativ ist das schon auch nicht schlecht. Hier ist EOK134 drin. Das ist ein Molekül und ich habe extra ChatGPT gefragt, kannst du mir mal was dazu ausspucken? Denn ich habe ja auch schon viel dazu gelesen, mal nur kurz abgekürzt. Das ist ein Molekül, das vor freien Radikalen schützt, also sprich die Hautalterung verlangsamt. Und das ist halt eben deswegen auch eine tolle Sache. Das kann ich nämlich dann statt dem Vitamin C und dem Sonnenschutz tragen. Ich kombiniere es halt mit dem Vitamin C von Müller, weil das ist ja eher ein Hyaluron-Gel mit Vitamin C, Derivat. Und dann verwende ich das dazu. Ich habe einen Fehler gemacht und das habe ich ja schon zu Anfang gesagt. Du sollst das Serum nicht mit Säuren zusammen auftragen. Und ich verwende ja gerade im Moment, ich lege dir das auch mal unter das I, den Schaum von Balea mit AHA und PHA oder AHA und BHA, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber das sind halt auch Säuren. Und ich wollte es halt am Anfang recht häufig verwenden, morgens und abends, um eben zu gucken, oh, wie performt es und so. Und dann erst vor kurzem so, Moment mal, du verwendest doch diesen Schaum. Und also müsste ich, wenn ich das regelmäßig verwenden möchte, auf jeden Fall auf das Balea Waschgel zurückgreifen, was ohne Säuren ist, weil man soll ja eben keine Säuren dazu kombinieren. Balea Med Ultrasensitive, bestes Waschgel, das es gibt. Also dann müsste ich halt, wie schon erwähnt, mal nicht das von Balea Expert verwenden mit Säuren. Und momentan nehme ich einen Schaum mit Säuren, also eben auf Säuren verzichten und die nicht kombinieren.
und dann eben dieses Serum verwenden. Ich mache es im Moment. Ich verwende es tatsächlich nicht am Morgen, weil ich muss den Schaum aufbrauchen, sondern ich verwende es am Abend. Aber wenn ich dann mal den Schaum aufgebraucht habe, sage ich dir jetzt schon, wird das Baliamed Waschgel endlich mal wieder gekauft, weil mit dem kannst du es ganz locker kombinieren. Aber ich bin halt auch jemand, ich mag Säuren und ich merke auch, ich mag Routinen, besonders am Morgen, da funktioniere ich nicht so richtig. Und dann solltest du halt eben keine Säuren dazu verwenden. Wobei ich halt, wie schon erwähnt, ich mag halt auch das Säureprodukt, den Liquid Fifana heißt von Balea, von No mag ich echt gerne, aber die kann ich hier gerade nicht verwenden. Nach dem Video endlich kann ich mal ein bisschen abwechseln, weil ich wollte halt wirklich das Serum hier kennenlernen und das ist mir ganz gut gelungen. Das ist jetzt wieder ein Serum, von dem du keinen Soforteffekt erwarten darfst. Das macht No auch so, dass eben die Serien auf lange Sicht wirken. Es gibt kaum einen Wirkstoff, ich glaube, Magi und Marek haben da mal ein Video dazu gemacht. Es gibt kaum einen Wirkstoff, der sofort auf der Haut wirkt. Das simulieren Kosmetikhersteller gerne mit Alkohol und mit Duftstoffen. Der Alkohol verdampft auf der Haut und es wird kühl und solche Sachen. Und da muss man immer so ein bisschen abwägen. Ist es wirklich so, ne? Kann ich damit einen Soforteffekt erzielen auf lange Sicht? Für die nächsten 5 Jahre oder so ist das aber eine gute Sache und wird definitiv Anzeichen bei dir zeigen. Ich merke das immer, wenn ich Bekannte so aus meinem damaligen Freundeskreis sehe oder eben auch ja, Bekannte, die ich so gesehen habe, die in meiner Altersgruppe sind, die sehen zum Teil wirklich faltiger aus wie ich. Klar, ich habe eine fettige Haut, damit bin ich ein bisschen gesegnet. Weil Menschen mit fettiger Haut, die haben generell weniger Falten. Aber auch so hilft mir halt die Skincare enorm inzwischen. Und man merkt das schon, auch wenn man selbst so keinen Effekt im Spiegel sieht. Schau dich mal in 2 Jahren an oder so. Man merkt ja schon, dass du dich intensiver mit dem Thema Skincare auseinandergesetzt hast. Also wie schon gesagt, hier gibt es keinen Soforteffekt. Ich möchte bei dem Serum auch wieder darauf hinweisen, ich das immer wieder sehe, auch in Videos bei anderen, pumpt doch in die Sachen keinen Sauerstoff rein. Na, also wenn ihr wollt, dass eure Sachen schneller kaputt gehen, macht es gerne so weiter. Aber Pipette raus, ne? Einfach rausholen, oben drauf drücken. Kein voll, ne? Also keinen Sauerstoff in das Zeug reinpumpen, denn das ist nicht positiv, das ist nicht gut für die Inhaltsstoffe, die hier drin sind. Wir haben hier außer EUK134 haben wir auch Resveratrol, das kennen wir aus dem Rotwein und die Sprüche vom Rotwein kennt man ja. Rotwein hält jung, Rotwein kann man trinken und so. Im Rotwein ist dieses sogenannte Resveratrol drin und auch ChatGPT habe ich zu Resveratrol gefragt, was dazu drauf hat. Und das werde ich euch auf jeden Fall auch hier wieder einblenden. Man weiß allerdings bei Resveratrol nicht, ob das jetzt wirklich so zu 100% wirkt. Resveratrol wurde, glaube ich, schon beim Liquid Hydrator verwendet. Bin mir jetzt nicht mehr 100%ig sicher oder beim Refiner. Wie gesagt, nagelt mich da nicht fest. Ihr könnt mich ja gerne unten in den Kommentaren mal berichtigen. Ich habe nur gesehen, dass es eben User gibt, die auf das Resveratrol eben reagieren. Ich reagiere positiv drauf. Ich muss an der Stelle auch sagen, wieder, wenn du auf das Produkt reagierst, geh nicht danach irgendwie, ah, ich muss das aushalten, weil bei anderen funktioniert es auch und ich will, dass es funktioniert. Wenn deine Haut reagiert, wenn du auf irgendwas allergisch reagierst, setz das Produkt umgehend ab. Wenn du das Produkt im Verdacht hast, man weiß es ja meistens, wenn man was Neues gekauft hat, kannst du es mal versuchen, wieder einzuschleichen. Wenn die Reaktion aber dann wiederkommt, musst du dich von dem Produkt verabschieden und es einfach weiterschenken, verschenken. Man kann es halt einfach manchmal echt nicht anwenden, denn auf manche Stoffe reagiert man halt normal. Ne? Wie kommst du mit dem Produkt zurecht? Ich mag es echt gerne, bei mir zieht es unwahrscheinlich gut in die Haut ein, aber wie schon gesagt, eine Zeit lang jetzt das immer morgens verwendet und dann kam es mir so, shit,
du darfst ja dazu keine Säuren verwenden. Von dem her, da müsste ich halt echt wieder zu meinem anderen Waschgel greifen. Und könnte ich mir das auch vorstellen, das wieder nachzukaufen, weil ich komme damit wirklich gut zurecht. Bloß der Preis von 16 Euro ist halt schon so. Das ist halt so eine Sache, die gönnt man sich nicht immer, die gönnt man sich ab und zu. Denn 15 Euro von der Größe her, das geht bei mir jetzt schon auch in die Richtung von den Face Series Sachen, die ja schon auch ein bisschen teurer sind. Das Positive ist aber, ne, No bekommt man bei Rossmann, bekommt man bei DM, da muss man keinen großen Aufwand betreiben. Und mein DM hatte das dieses Mal, als es rausgekommen ist, richtig, richtig schnell. Also wie kommst du mit dem Produkt zurecht? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Auch wenn deine Meinung von meiner komplett abweicht, schreib auch das unten in die Kommentare. Aber vergiss dein Alter und dein Hauttyp nicht, dann kann man dementsprechend auch abwägen. Ich finde es immer gut, eine Review ist gelungen, wenn ich verschiedene Meinungen auch unten in den Kommentaren stehen habe. Ich sage an der Stelle wieder danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video im August. Macht's gut. Tschüss.